Zwei Großveranstaltungen bei der Handwerkskammer stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe HWK-TV. Mit Handwerk ist in Mode fand jüngst ein Event der Extraklasse im Zentrum für Ernährung und Gesundheit statt, bei dem Leistungen der Goldschmiede, Maßschneider, Kürschner und Textilgestalter im Rahmen einer Modenschau präsentiert wurden. Mit der Nacht der Technik am 8. November wirft eine weitere HWK-Großveranstaltung ihre langen Schatten voraus. Im Koblenzer Industriegebiet stehen dann wieder drei Zentren der Handwerkskammer Koblenz offen und laden mit einer Mischung aus Unterhaltung, wissenschaftlicher Erklärung und Experimenten, Informationen, Spaß und einem Blick hinter die handwerklichen Kulissen ein. Erwartet werden wieder mehr als 10.000 Besucher, wenn es gemäß Wissenschaftsjahr 2014 auch bei der HWK um die digitale Gesellschaft geht. Dabei arbeitet die Handwerkskammer Koblenz mit mehreren Partnern zusammen, die national ein hohes Ansehen genießen, darunter das Museum für Kommunikation in Frankfurt. Das sogenannte Postmuseum mit seinem Depot in Heusenstamm bei Frankfurt beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Telekommunikationstechnik aus mehreren Jahrhunderten. Fernsehkameras aus den 1930er Jahren sind genauso Bestandteil des Depots wie Fernsehempfangsgeräte und Radios aus fast 100 Jahren medialer Übertragungstechnik. Gerade die Sammlung von Fernsehgeräten spielt bei der Planung der Nacht der Technik eine wichtige Rolle. Sind doch die Handwerker der Radio- und Fernsehtechnik traditionell eng mit diesem Übertragungsmedium verbunden? Röhrentechnik und Drehknöpfe, über die man die Empfangsfrequenz und damit den gewünschten Fernsehsender einstellen konnte, das klingt heute nach Wohnzimmerkultur aus Omas Zeiten. Denn an Flachbildschirme oder Fernbedienung war überhaupt nicht zu denken. In den ersten Fernsehgeräten musste die Röhre aus Platzgründen hochkant aufgestellt werden und das Bild wurde über einen aufgeklappten Deckel mit Spiegel Richtung Zuschauern übertragen. Alles, was anschließend technisch folgte, ist heute im Depot des Postmuseums zu bestaunen. Es ist ein Stück Mediengeschichte, was hier auf einigen tausend Quadratmetern zusammengetragen wurde und unter idealen Lagerbedingungen in einem erstklassigen und funktionstüchtigen Zustand der Nachwelt erhalten bleibt. Insgesamt 65.000 Gegenstände beherbergt das Depot, von der Postkutsche über Telefonzellen aller Epochen bis zur Digitaltechnik der jüngsten Vergangenheit. Ein Besuch dieser einmaligen Sammlung ist an jedem ersten Freitag des Monats zwischen Mai und Oktober möglich. Wer sich nicht auf den Weg nach Frankfurt machen möchte, kann einen Teil der Sammlung auf der Nacht der Technik am 8. November bei der HWK bestaunen, wenn Fernsehempfangsgeräte aus 8 Jahrzehnten in Koblenz zu sehen sind, auf denen dann auch historische Filmsequenzen standesgemäß vor sich hinflimmern. Im Vorfeld der Veranstaltung sind Besucher aufgefordert, ihre schönsten Fernseherinnerungen im Foto herauszusuchen und der Handwerkskammer zuzumelden. Im Magazin Handwerk Spezial werden die schönsten Einblicke in die TV-Wohnzimmerkultur vergangener Jahre dann abgelichtet und prämiert. Eingereicht werden können die Fotos per E-Mail unter presse@hwk-koblenz.de. Stichwort: Fernsehen auf der Nacht der Technik. Als Preis winkt natürlich ein Fernseher der neuesten Generation. Die Nacht der Technik als Großevent im November wird auch in diesem Jahr mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungsinhalten und einem bunten Unterhaltungsprogramm ihr Publikum finden. Das hat das HWK-Event Handwerk ist in Mode bereits begeistert. Es war mal wieder Talk of Town. Mode- und Schmuckpräsentationen der Handwerkskammer Koblenz im Zentrum für Ernährung und Gesundheit, gern auch ZEG genannt. Die Karten für dieses Mode-Event waren schnell vergriffen. Handwerk ist halt in. Der Catwalk war vorbereitet und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden freute sich mit den vielen Gästen auf Handwerk vom Feinsten. Dabei sollte der Abend besonders durch seine Vielfalt bestechen. Details und ganze Trendlinien nahmen die Zuschauer mit auf eine Modereise. Das Konzept wollte es, dass auch das Handwerk selbst als modischer Eyecatcher im Mittelpunkt stand. Mit Schal und Tasche stimmten die Models die Zuschauer ein auf die Bundesimage-Kampagne der Handwerkskammer und auf einen trendigen Abend. Die Obermeisterin Eva Maria Weber-Iden und ihre Stellvertreterin Martina Sterz unterstrichen die Stärke der Modemacher in der Region. Maßschneider, Kürschner, Goldschmiede und Textilgestalter zeigen, was als Trend aus der Region hervorgeht.
Dabei kommt es auch auf das feinsinnige Detail an. Martina Geilen präsentierte feine Seide, die den Hals umschmeichelt, in Farben, die Spaß machen. Ein großes Halali folgte dann für die Strickmode aus dem Hause Halfen. Mit großer Erfahrung wird hier seit Generationen Wolle zu Mode verarbeitet. Auf dem Laufsteg wurde die Sehnsucht nach der Frische des Waldes spürbar. Aber Halfen ist auch jung und farbig. Strick im modischen Look für Freizeit und Hobby. Handwerk ist in Mode und Handwerk ist auch ein bisschen verrückt. Tausendschön, eine Gruppe aus Köln ließ es farblich krachen. Frei nach dem Motto, wünsch dir was. Und der Wunsch nach tragbarer Mode erfüllte sich in der Präsentation des Modeateliers Esperance aus Trier, das ebenfalls zur Innung gehört. Mode für den Tag zeigte schon im ersten Durchgang, wie lässig und tragbar auch der Alltag modisch gestaltet werden kann. Farben, die sich gut kombinieren lassen und so der Qualität viele Möglichkeiten geben, sich zu präsentieren. Und wenn es richtig elegant sein darf, dann sollte Frau sich verwöhnen lassen von individuell auf den Typ geschneiderten Stücken. Auch hier dezente Farben, die den eleganten Ausdruck formen. Aufwendig gearbeitete Stücke, die zu einem echten Hingucker werden. Handwerk ist in. Das gilt auch für die hochwertige Schmuckgestaltung. Made im Hause Heinz. Uhrenspangen für sie und ihn. Edle Zeitmesser, zeitlos schön. Gleiches gilt auch für die Colliers. Elegant und doch dezent. Das machte alle Arbeiten an diesem Abend aus. Individuelles, geprägt von großem Stil. Mode für den Herren, dieses Fach wurde überzeugend von Maßkonfektion Schlünkes bespielt. Lässiges für den Tag. Da darf es auch mal etwas sportlich sein. Denn Schlünkes weiß, wie man Mann in Szene setzt. Das gilt natürlich umso mehr für den Abend. Der Anlass kann gar nicht feierlich genug sein. Die maßgeschneiderten Anzüge bis hin zum Cut und Smoking machen eine hervorragende Figur. So gab es auch für die Herren Applaus. Ein weiterer Höhepunkt wurde von der stellvertretenden Obermeisterin Martina Sterz präsentiert. Leder und Pelz bei Martina Sterz. Mit großer Fantasie und jungen Formen zeigte sie aufwendig verarbeitete Materialien, die sich durch lässige Eleganz auszeichnen. Im zweiten Durchgang gab es Preiswürdiges zu bewundern. Pelze, die beim Red Fox Award prämiert wurden und von individueller Handschrift geprägt, zeigten, was Pelz alles kann. Martina Sterz präsentierte Pelz in lässig und jung. Bis zur letzten Minute hatten alle in ihrem Team gearbeitet, um an diesem Abend bei der HWK zu zeigen, Handwerk ist in Mode und stark in unserer Region. Und auf diesem Niveau ging es auch mit dem Hause Hofacker weiter. Drei Generationen dem Geschmeide verschrieben. Können bahnt sich seinen Weg, um in Kunst seine Vollendung zu finden. Thank you.
Gold und Silber fantasievoll verarbeitet. Steine, die eine Geschichte erzählen, werden zum Kompliment für seine Trägerin. Koblenz präsentierte sich mit Großstadt-Flair. Modisch, vielfältig, trendig und sommerlich frisch. Eva Maria Weber-Iden hatte die Nadel heiß werden lassen und ebenso war das, was aus ihrem Hause zu sehen war. Drei Durchgänge zeigten die große Bandbreite von lässig bis elegant. Schnitte, die schmeicheln. Ein gutes Motto für den Sommer 2014. Und 2014 heißt es auch Mut zur Farbe. Mit diesen eleganten Kostümen wird deutlich, wie lustvoll Mode sein kann. Ganz Frau und ganz selbstbewusst kommen diese Arbeiten aus dem Hause Weber-Iden daher. Am Abend wird es dann sehr feierlich in einer ganz neuen Länge für den Abend, nämlich ziemlich kurz. Höhepunkt, wie auch im vergangenen Jahr, Brautmode. So süß und anziehend, wie Mode im besten Fall ist. Sie greift die Trägerin auf und verzaubert im Auge des Betrachters. Und so wurde es ein Finale, das von viel Applaus begleitet wurde. Viel Gesprächsstoff bot das, was zu sehen war. Handwerk ist in. Handwerk ist in Mode und so hat der Abend gezeigt, dass Mode, gekonnt kreiert, der Persönlichkeit Ausdruck verleiht. Und das macht Spaß auf mehr.